Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Gashammer Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Emergency Hamburg in Roblox. Ja, ich habe jetzt offscreen ein bisschen weiter gespielt und habe jetzt den neuen C bei dem Bus Depot oder Busfirma, wie man es nennen will, freigeschaltet und den fahren wir heute mal, weil ihr wisst ja, ich will ja jedes Auto hier einmal als Video drehen. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen parken wir einmal rein. So. Könnt ihr auch schon sehen, ich habe jetzt hier 4300 XP. Und hier ist der Mercedes. Müsste, glaube ich, Mercedes. Wenn ich jetzt mal spawnen. Ja, doch, ist ein Mercedes. Ja. Den fahren wir jetzt einmal. So. In der nächsten Folge werden wir dann beim Taxi fahren, weil da habe ich auch schon ein bisschen vorgearbeitet und ein paar Autos freigeschaltet. Also können wir auch Taxifahrer machen. Aber nun gut. Übrigens, mein Spiel ist beendet worden. Also ich habe das gestern beendet. Falls da Infos zu haben wollt, schaut in meinen Discord-Server vorbei. Dort steht komplett warum. Habt ihr das gehört? Es gibt nämlich jetzt auch so Dinger, die so, wie sagt man? An der Haltestelle macht so dünn, dünn, dünn. Genau. Was ich noch geil finden würde hier in Emergency Hamburg, muss ich ehrlich sagen, dass so ein dass es so ein Dings gibt. Dass es so ein Dings gibt, so ein Bahnhof. Ein Busbahnhof? Ich weiß, es gibt ja so eine Busfirma. Aber ein Busbahnhof wäre auch geil. Ne? Aber was geil wäre, ist ein Zugbahnhof. So, ne? Versteht ihr, was ich meine? So den Bahnhof hier. Oh Mann, ey. Schon ein geiler Taxi, so, ne? So. Jetzt sind sogar zwei Busfahrer. Also ich und ein anderer. Aber ich muss schon sagen, sonst so ist das Busunternehmen geil. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Sonst ist das Busunternehmen geil. So. Naja, auf jeden Fall würde ein Hauptbahnhof geil sein. Vielleicht kommt es ja doch rein, ne? Man weiß es nicht. Aber wäre eigentlich eine geile Sache. Generell sollten Spiele auf Roblox ja immer Updates erhalten, weil wenn sie es nicht erhalten, gehen die irgendwann kaputt. Man kann schon sagen, dass ja auch Emergency Hamburg einen Hype hat, ne? Die ein oder anderen kennen noch Emergency Frankfurt, das ist das erste Spiel von denen gewesen. Von Erwin und Dingsbums, ja. Also das sind die Owner, die heißen so. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich weiß auf jeden Fall, was für Spiele die gemacht haben. Ihr kennt ja vielleicht Emergency Frankfurt, beziehungsweise Notruf Frankfurt. Das Spiel haben die gemacht. Haben es dann verkauft an dem Owner, der es halt jetzt hat. Und Köln. Köln Germany, Beta. Heißt jetzt nicht mehr Beta. Weil das ist auch ein Spiel von denen, was die gemacht haben, ja. Haben es auch verkauft. Ob dieses Spiel hier verkauft wird, weiß ich nicht. Sag mal, sind die Wolken schon immer so? Aber sind die Wolken schon immer so? Oder haben die das neu gemacht? Jo. Weiß ich nicht. Aber er kann auch nicht fahren.
Achso, es gibt übrigens, glaube ich, auch einen neuen Bus. Den müsste ich auch noch mitfahren. Kann ich euch aber auch gleich mal zeigen. Vielleicht fahren wir den auch nicht. Aber ich habe eigentlich mir in den Kopf gesetzt, jedes Auto zu fahren in einem Video. Mal gucken. So. Taxifahrer zu sein, hätte ich aber auch keinen Bock. Wenn LKW-Fahrer, ja. LKW-Fahrer wäre auch geil. Ich fahre ja generell gerne auch LKW so. Also in der Euro Truck Simulator 2. Ne, seht ihr ja auch immer, weil da so viele Videos rauskommen. Und ja. Sag mal, du kannst Blaulicht auch ausmachen. Also. Wird's grün? Ah, da. So, hier 100. Ich finde auch die neuen Blitzer geil, muss ich sagen, ne? Und hier gibt es auch jetzt nicht mehr überall so Kack-Blitzer. Also an jeder Kack-Ecke, wirklich, war hier ein Blitzer. Man konnte nie genug schnell fahren. Und jetzt wurde das ein bisschen so geupdatet. Aber ist schon geil. Also ihr seht, hier ist kein Blitzer mehr, da vorne auch nicht. Da vorne war ja auch immer einer. Hier, da sind jetzt nicht mehr da. Die Blitzer jetzt besser geworden. Finde ich auf jeden Fall eine geilere Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da kann man ja auch mal drüber brettern. Wo man halt geblitzt wird, ist halt diese Langstraßen. Aber was ich geil finden würde, wenn hier hinter, guckt euch mal, wenn hier so ein Blitzer wäre, den man nicht sieht, wo man dann geblitzt wird, wenn man zu schnell fährt. Weil hier gibt es ja diesen Blitzer noch, seht ihr? Hier sind die noch. Dieses Haus hier ist auch komplett alleine. Ja, wann ist denn der Busfahrer jetzt hier? Hier. Ja, da bin ich zu schnell. Ja, jetzt hat er mich geblitzt. Das verstehe ich auch nicht. Warum kann er hinten blitzen? Das hätten die auch besser machen müssen. Dass er nicht beide Seiten blitzt, sondern nur eine. Aber egal. Da gibt es auch keine Blitzer mehr. Hier auch nicht. Ist schon geil. Ich will jetzt versuchen, auch jedes Auto hier zu farmen. Also praktisch zu bringen. In den Jobs. In den Jobs habe ich jetzt LKW. Und Busunternehmen, da habe ich alle. Und was ich jetzt gerade mache, ist ADAC, da tue ich offscreen die ganze Zeit ein bisschen spielen, um da alle Autos zu kriegen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon das drittletzte oder so. Oder das viertletzte, glaube ich. Dritt- oder viertletzte Auto habe ich. Ja, also da muss ich noch ein bisschen weiterspielen und wenn ich den alle ADAC-Autos habe, dann gehe ich, glaube ich, hier zur Feuerwehr. Und mache da Rettungsdienst und die Feuerwehrautos. Genau. Dann passt das nämlich alles. Achso, ich kann euch so ein bisschen sagen, warum das Spiel, also mein Spiel in Merchant Studios durch aufgegeben wurde oder warum ich das beendet habe, liegt daran, dass ich halt wirklich keine Hilfe kriege. Also ich habe einen Co-Owner eingestellt, ja, also er sollte mir helfen, aber er macht genau das Gegenteil. Er hilft eventuell ein bisschen und macht dann gar nichts. Und ja, also es ist auch ein Grund von dem, dass es nicht weitergeht, weil ich halt, wie gesagt, auch immer 100 Mal geschrieben habe, ich brauche Hilfe und ja, ohne geht's halt nicht. Und ja, wollen die mich jetzt nerven oder was? Nee. Und ja, deswegen wird das Spiel halt erst beendet. Vielleicht mache ich es später tatsächlich weiter.
Aber dann auch nur, wenn ich dann mit der Schule komplett fertig bin. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit so. Muss nicht irgendwie, keine Ahnung, was machen. In Arbeiten, ja. Hab dann aber am Abend Zeit oder sowas, ne? Aber, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, falls ihr mehr Infos noch haben wollt, steht auf jeden Fall, auf Discord nochmal lang geschrieben. Könnt ihr gerne mal drauf gehen. Achso, mit dem Discord weiß ich auch gar nicht, ob jetzt noch irgendwas passiert. Müsste ich mal gucken, ne? Also ich denke mal, ich habe ja nicht alle Projekte geschlossen, sondern nur Image Studios. Ich habe ja noch meinen Musikbot. Also STGM Musik und STGM Radio. Diese beiden Bots werden auch beibehalten. Also die behalte ich auch und das werden auch, wird auch mein Projekt weiterbleiben. Weil da brauche ich keine Hilfe, weil ich programmieren kann. Von daher brauche ich halt da keine Hilfe. Man kann das selber machen. Aber ja. Bei dem Spiel ist das halt ein bisschen anders. Ja. So. Also vor 2 Jahren habe ich den Discord gemacht und gesagt, komm, das wird doch geil, wenn ich ein eigenes Spiel mache. Ja, bis ich dann gemerkt habe, du brauchst ja wirklich alles. Also musst ja bei Roblox musst du ja alles selber machen, die Map und sowas. Musst du bei GTA zum Beispiel nicht. Ich will ja auch ein GTA-Projekt eigentlich machen. Da muss ich aber auch ein bisschen Geld investieren. Und das kann man halt so jetzt nicht machen. Erst wenn man halt wirklich arbeiten geht. Ich gehe zwar arbeiten schon, ne? Aber das Geld reicht dafür nicht. Weil ich auch ein bisschen andere Dinge dafür hole. Ja. Ach, jetzt werde ich wieder gesucht. Ja, egal. Und ja, deswegen, ne? Aber ich würde auch sagen, was jetzt? Wir fahren mal eben zurück zum Busunternehmen. So. Dann wird es jetzt dunkel. So. Ich habe auch vor, zu streamen tatsächlich. Ob das dann auch so funktioniert, weiß ich nicht. Also eventuell werde ich jetzt schon streamen irgendwann mal. Oder erst in ein paar Jahren. Wenn ich dann gutes Equipment habe. Ich glaube, den PC, den ich mir holen will, der kostet irgendwie 6.000. Ja, ist auch ein Schnapper, muss ich sagen. So, ich kann hier mal. Achso, ich bin so blöd. Ach, egal. Zeige ich euch irgendwann mal. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr, wie gesagt, kein Video mehr verpasst. Ja, schaut bei meinen Discord-Bots vorbei, die sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ladet die gerne ein. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show and